Hallo und willkommen zur Fortsetzung von Servertechnologien. Wir machen zunächst einen sehr kurzen Exkurs zu regulären Ausdrücken und kommen dann zur Programmiersprache PHP. Wir machen eine kurze Wiederholung von regulären Ausdrücken, weil wir mit PHP oder Perl hervorragend solche Ausdrücke formulieren können. Und es geht nochmal darum, sich zu vergegenwärtigen, worum es sich bei regulären Ausdrücken handelt. Reguläre Ausdrücke können mit Hilfe einer Grammatik beschrieben werden. Eine Grammatik ist ein Kalkül, um eine Sprache zu definieren. Eine Sprache wiederum ist eine Menge von Worten über einem Alphabet. Ein Wort wiederum ist eine endliche Folge von Symbolen aus einem Alphabet. Und ein Alphabet ist eine nicht leere Menge von Zeichen. Diese Wiederholung ist nur sehr knapp, weil Sie ja schon sehr gut in diesem Bereich ausgebildet worden sind. Hier sehen Sie die Definition einer Grammatik als ein Viertupel bestehend aus Nicht-Terminalsymbolen, Terminalsymbolen und einer endlichen Menge von Produktionen bzw. Regeln und einem Startsymbol. Die Produktionen sehen etwas kompliziert aufgeschrieben aus. Dabei geht es im Kern darum, eine Regel von links nach rechts zu notieren und die Komplexität der linken und der rechten Seite, die sagen etwas über die Art der Grammatik. Die von einer Grammatik erzeugte Sprache enthält genau die Worte, die nur aus den Terminalsymbolen bestehen und die vom Startsymbol aus mit einer endlichen Anzahl von Schritten abgeleitet werden können. Hier ist mal ein Beispiel. Sie starten mit S, machen daraus ABS und können jetzt weiter Regeln anwenden, zum Beispiel auf BS, die Regel BS nach B. Sie können sich mal überlegen, welche Sprache von dieser Grammatik erzeugt wird. Und hier ist noch der Hinweis, dass diese Sprache natürlich auch mit anderen Grammatiken erzeugt werden kann. Zum Beispiel mit dieser, die hier steht. Grammatiken werden hinsichtlich der Komplexität der Sprachen, die sie erzeugen, eingeteilt. Ich habe hier vier Hauptklassen genannt, Typ 0, Typ 1, Typ 2 und Typ 3, wobei der Typ 3 eben genau die regulären Sprachen sind. Diese Sprachen bilden eine Hierarchie. Diese Hierarchie ist hier dargestellt, die sogenannte Chomsky-Hierarchie. Kontextfreie oder Typ 2-Sprachen enthalten reguläre oder Typ 3-Sprachen. Kontextsensitive bzw. Typ 1-Sprachen enthalten Typ 2-Sprachen. Und rekursiv aufzählbare bzw. Typ 0-Sprachen enthalten die genannten anderen Sprachen. Typ 1, Typ 2 und Typ 3-Sprachen sind entscheidbar. Genauer gesagt, das Wortproblem ist entscheidbar. Das heißt, es gibt einen Algorithmus, der bei Eingabe einer Grammatik und einem Wort in endlicher Zeit feststellt, ob das Wort zu der von der Grammatik erzeugten Sprache gehört oder nicht. Im Übersetzerbau spielen Sprachen bzw. Grammatiken von Typ 3 für die lexikalische Analyse und Tokenisierung und von Typ 2 für die syntaktische Strukturanalyse die zentrale Rolle. Es gibt verschiedene Kalküle, also Berechnungsvorschriften, Erstellungsvorschriften zur Bildung von Worten einer regulären Sprache. Endliche Automaten, reguläre Ausdrücke, eben Grammatiken, wie wir sie gesehen haben, oder die Angabe von Äquivalenzklassen. Kalküle zur Spracherzeugung bzw. die Komplexität des Wortproblems sind hier gelistet. Beispielsweise kann die Entscheidung, ob ein Wort zu einer regulären Sprache gehört, in linearer Zeit
in Abhängigkeit von der Wortlänge entschieden werden. Reguläre Ausdrücke können rekursiv zusammengesetzt werden. Und hier sind alle Operatoren genannt, die dazu führen, dass der Ausdruck regulär ist bzw. bleibt. Die Verwendung der Zeichen selbst das Hintereinanderschreiben von zwei Worten, die Auswahl von zwei Worten, die Klammerung und so weiter. Die exakte Semantik der Operation sehen Sie hier. Hier nochmal ein Beispiel für einen regulären Ausdruck. Wir haben zwei Einsen, eine beliebig lange Abfolge von Nullen oder Einsen und zwei Nullen. Hier sind noch andere Beispiele. Ein wichtiger Einsatz von regulären Ausdrücken in Sprachen, die zur Textverarbeitung eingesetzt werden, ist die Spezifikation von Textmustern. Beispielsweise die Darstellung aller Dateinamen der Form, und jetzt kommt Webtechnologie 1, WebTech 1, dann so etwas wie eine Jahreszahl aus zwei Ziffern und dann .html. Das können Sie in der Unix Shell mit diesem Ausdruck hier machen. Und im PHP mit diesem Ausdruck. Dazu kommen wir später noch.